Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Trinity TV. Heute soll es um ein Video gehen von dem YouTuber Jesus ist der Weg, Joey. Und wir starten gleich los mit dem Kommentar. Ich habe gerade vor kurzem das Video von MCM gesehen über Roger Libby und es geht darin auch um die Gottheit Jesu. Ich habe mir das angehört und ja, mir dann gedacht, dass ich da einfach ein Video jetzt auch mal dazu machen muss. Ich habe schon bereits mit dem Bruder MCM zweimal, glaube ich, schon Videos gemacht, also einen Stream, Livestream, aber auch Videos. Und ich möchte eine Sache klarstellen für dieses Video und für alle, die zuhören. Ich bin dem Bruder MCM unglaublich dankbar, so wie sicher sehr viele von euch auch. Ich habe extrem viel von seinen Videos lernen können, unglaublich viel. Also es ist ja allgemein bekannt, um was es geht hier, was Joey oder andere von MCM gelernt haben sollen. Hauptsächlich geht es ja bei MCM darum, in der Endzeit irgendwie das Böse zu offenbaren, ja, Satanisten, Illuminaten, Geheimbünde und so weiter und so fort. Das ist ja sein Hauptthema, neben dem, dass er hier falsch verstanden hat, dass Christen sich verbindlich an die Tore halten sollten. Definitiv ist das sehr reißerisch und dieses Aufdecken des, ja, ich nenne das mal Illuminati-Jagd, ja. Er ist eigentlich sein Hauptgeschäft, ja. Das ist sein Magnet. Die Leute sind seit mehreren Jahren total fasziniert davon. Wer war das nicht eine Zeit? Aber irgendwann, Entschuldigung, müssen wir dann auch den Weg zurück zur Bibel finden und uns darum kümmern, was der Wille Gottes ist. Ja? Und hier bleiben uns diese YouTuber einfach schuldig. Und den Auftrag Gottes zu zeigen aus der Bibel, wieso wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen sollten. Ja? Mit Sicherheit kennt ihr noch den alten Kanal von diesem Joey und hauptsächlich in jedem zweiten, dritten Video geht es um Freimaurer und so weiter und so fort, also diese Illuminati-Jagd. Aber was sagt die Bibel? Ja? Ich sage, es gibt überhaupt keine Rechtfertigung dafür. Und wenn man aber diesen YouTubern zuhört, dann möchten sie eine Rechtfertigung dafür in zum Beispiel Epheser 5,11 sehen. Ja, hier steht, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, decket sie vielmehr auf. Die Assoziation hier mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis ist leider sofort mit Satanismus, Okkultismus und so weiter und so fort. Doch ist das richtig so? Geht es hier tatsächlich darum? Ja? Falls du jemand bist, der dieser Meinung ist und gerade zuhört, dann bitte ich dich, zeig mir das im Kommentarbereich, beweise mir bitte aus der Schrift, dass es darum gehen soll. Also, wenn man jetzt Epheser 5 sich durchliest, dann wird man nicht lesen, dass es hier irgendwie um Satanismus oder irgendwas geht. Wir müssen hier einfach das Prinzip anwenden, dass die Bibel auslegt, ja, und wir dürfen hier keine Eisegese betreiben und hier diesem Vers 11 einfach eine eigene Bedeutung geben. Sondern es geht darum, dass die Erklärung dafür, was diese Werke, was diese unfruchtbaren Werke der Finsternis sind, die aufgedeckt werden sollen, ja, das lesen wir in Vers 3, 4 und auch weitere teilweise, aber hauptsächlich 3 und 4. Und hier steht, Unzucht und alle Unreinigkeit oder Habsucht werde nicht einmal bei euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz, noch zweideutige Redensarten, was sich nicht geziemt, sondern vielmehr Danksagung.
Ja, es geht hier um Unzucht, um eigenes, unheiliges Verhalten. Das soll durch den Heiligen selber oder durch Geschwister aufgedeckt werden. Ja, also es geht hier um den Gläubigen selbst. Es geht hier nicht um Illuminaten, Geheimbünde und so weiter und so fort. Ja, also diese Stelle wird definitiv von zum Beispiel MCM und andere missbraucht. Ja, da möchte ich dazu aufrufen, wenn Sie solche Stellen benutzen, um irgendwas zu rechtfertigen, dann liest im Kontext nach, was hier eigentlich steht. Machen wir weiter. Und dieses Video ändert daran nichts, ja, also was ich jetzt dann sagen werde. Ich schätze den Bruder sehr, sehr und bin ihm sehr dankbar. Und mag ihn auch. Von dem her, bitte nehmt das nicht. Oder auch, ja, Markus, falls du das jetzt hörst, dann nimm das jetzt nicht als irgendwie böse oder so. Aber ja, wenn ich da einfach anderer Meinung bin, dann muss ich das halt auch irgendwo ansprechen. Und genau, also fangen wir an. Denn es geht um Folgendes. Ich fange mal bei dem Standpunkt an. Wie steht MCM zu Jesus? Also wir haben es jetzt gehört. Der Joey ist dankbar, dass er eigentlich Unnützes gelernt hat. Ja, Joey kann das leider hier nicht biblisch. Entschuldigung, meine Katze frisst mich. Joey kann das hier leider biblisch nicht erkennen, dass das ein Fehler ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Dankt ihm aber dafür, und was jetzt am allerschlimmsten ist, er nennt ihn Bruder. Er nennt ihn weiterhin Bruder, obwohl er selbst eine gewisse Lehre bei MCM festgestellt hat. Das werden wir uns gleich anschauen. Was denkt er über ihn? Ist er Gott? Ist er es nicht? Ich werde das jetzt mal kurz anhand von ein paar Zitaten von ihm euch mitteilen oder ja, übermitteln. Und zwar in seinem Video Uneinigkeit über die Dreieinigkeit bei Minute 23 sagt er Folgendes: Lösung, Antwort, ja, Jesus Christus. Ja, lassen wir ihn das nochmal selbst sagen. Hat einen Gott über sich nehmen. Jesus Christus hat einen Gott über sich. Seit Jahren versuche ich in diesen Kreisen aufzuklären und hier ja, verständlich zu machen, dass es sich um Polytheismus handelt bei MCM. Und ich bin nicht der Einzige und ich bin nicht der Erste. Ja, und man erntet sehr, sehr viel Kritik, man wird ziemlich stark angegriffen, aber es ist Fakt und Joey hat es richtig erkannt, MCM ist ein Polytheist und es ist eine heilsnotwendige Wahrheit. Es ist heilsnotwendig, notwendig für das Heil, ein Monotheist zu sein. Die Bibel ist hier ganz klar. Wir lesen zum Beispiel in Exodus 20,3, dass es nur einen Gott gibt und wir sollen keine Götter neben ihm haben. Oder zum Beispiel auch in Jesaja 43,10. Es ist heilsnotwendig, Monotheist zu sein. Wenn jemand glaubt, es gebe zwei Götter, dann ist das unvereinbar mit dem Heil. Satz an sich ist schon ein Problem, aber wir machen weiter. Denn es sagt auch in einem selben Video, sagt er, weil wir gesehen haben in Hebräer 1 oder eben im Psalm 45, dass der Vater Gott ist und der Sohn Gott ist, zwei Personen und dass sie. Also gerade Hebräer 1 ist eine unschlagbare Stelle, um zu beweisen, dass der Sohn Jahwe ist. Ja? Darauf werde ich dann nochmal in einem anderen Video separat darauf eingehen. Eins sind Einigkeit, Einheit, dass sie sich einig sind. So, jetzt mal nochmal langsam. MCM sagt also auch, dass Jesus Gott ist. Er sagt auch, dass der Vater Gott ist. Jedoch lehrt er von einer Hierarchie, dass der Vater über dem Sohn steht. Und er sagt, dass es zwei Personen sind. Also, MCM kritisiert die Dreieinigkeit, weil die Trinitarier oder die katholische Kirche die Dreieinigkeit aus Gott drei Personen gemacht hat. Aber im Endeffekt, was macht MCM? Er macht zwei Götter. Also hier wird es sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant, was Joey sagt. Also er hat definitiv erkannt, dass MCM
Polytheismus betreibt und lehrt und schafft es aber hier nicht konsequent zu Ende zu denken und ihm fehlt einfach hier das Wissen, um ja, das mit der Heilsnotwendigkeit komplett zu verstehen. Und er müsste hier eigentlich MCM ermahnen, er müsste ihm sagen, pass auf, MCM, wenn du an das hier glaubst, dann kannst du nicht gerettet sein. Du kannst nicht Polytheist sein und Christ, das geht nicht. Das schließt einfach vom Heil aus. Er geht aber hier nicht konsequent zu Ende. Und dann ja, macht er selber dann einige Fehler. Also zum Beispiel, ja, dieses Märchen mit dem, dass die katholische Kirche aus Gott ja, zu einem dreipersonalen Wesen gemacht hat. Also er meint mit Sicherheit die römisch-katholische Kirche. Ja, also diesen Unterschied kennt er wahrscheinlich auch noch nicht. Er unterscheidet hier nicht zwischen der katholischen Kirche, also die Summe aller Neugeborenen durch die Jahrhunderte hinweg, ja, seit man weiß, dass es Neugeburt gibt, wahrscheinlich, oder seit es die Gemeinde gibt. Ja, das ist die katholische Kirche. Katholisch bedeutet einfach nur allumfassend, ja, durch die Zeit und Raum hinweg. Und die katholische Kirche, er meint hundertprozentig die römisch-katholische Kirche. Die römisch-katholische Kirche hat nicht die Trinitätslehre entwickelt. Das ist ein Irrtum. Das habe ich mit dem Bruder Marcel schon mal bearbeitet hier auf dem Kanal. Bitte schaut euch dieses Video an. Ist sehr interessant, was Bruder Apologeticum Christum hier geliefert hat. Nein, sondern dieser Gedanke entstammt aus der Bibel. Wenn man die Bibel aufmerksam liest und sich Gedanken darüber macht, was die Bibel über das Wesen Gottes sagt, dann wird man dazu genötigt, daran zu glauben, dass es ein Wesen gibt, das Gott ist und dieser eine JHWH ist dreipersonal. Also, das ist schon mal ein ganz grober Fehler, den hier Joey bringt mit seinem Unwissen über römisch-katholische Kirche und wie es zur Trinitätslehre kam. Dann haben wir hier dieses Bild von zwei Männern. Und ich glaube, Joey meint das richtig, aber er drückt sich falsch aus. Ja? Er kritisiert, dass es zwei Personen sind. Ja, was also er kritisiert, dass man Gott mehr Personal darstellt, ja, wobei das, wie gesagt, eindeutig auf, wenn man systematisch alle Aussagen der Bibel heranzieht und sich dann ein Bild schafft, kommt einfach raus, ein Gott, drei Personal. Also die Mehrpersonalität Gottes ist überhaupt kein Problem. Gott selber sagt, lasset uns Menschen machen in unserem Abbild. Und dieses lasset deutet auf eine Mehrpersonalität hin. Und lasset steht auf jeden Fall für mindestens drei. Fortschreitend offenbart sich Gott immer mehr, bis der Sohn kommt. Und hier im Neuen Testament haben wir dann das komplette Bild. Aber die Dreieinigkeit, die Trinität ist schon im Alten Testament zu entnehmen. Ja, und hier stellt er ein Problem auf, er stellt das Problem auf, es sollen zwei Personen sein. Ich bin mir ziemlich sicher, er meint eigentlich zwei Wesen, denn das wäre das Problem, ja? Wenn du zwei Wesen hast, zwei unterschiedene Wesen, dann hast du zwei Götter. Ja? Der Vater ist ein Gott und der Sohn ist ein anderer Gott. Das ist Polytheismus. Wenn es aber zwei Personen sind und ein Wesen,
dann ist das kein Problem. Ja? Hier fehlt natürlich der Heilige Geist. Und wenn er aber tatsächlich meint, dass es um Personen geht, dass das Problem ist, dass es mehr, also dass mehr Persönlichkeit ein Problem ist, dann muss man sagen, was ist das, was wäre dann das, was wäre die Alternative? Ja, die Alternative ist Modalismus. Und Modalismus ist eine Irrlehre. Modalismus macht überhaupt keinen Sinn. Ja, da spricht der Sohn dann zu sich selbst. Das ergibt sich aus der Bibel überhaupt nicht. Und wir werden dann noch auf einen bestimmten Vers kommen, den er selbst hier nennt. Weiter geht's. Oder zwei Personen. Und das lässt man, oder das lässt sich ganz, ganz eindeutig erkennen an folgendem Satz, in dem wie du gesagt hast und so wie er das halt lehrt. Und zwar, ja, Jesus hat einen Gott über sich. Wenn Jesus Gott ist und er sagt. Also Joey versteht den Unterschied nicht zwischen Person und Wesen. Es geht hier nicht um eine Person, die über ihn ist, sondern ein anderes Wesen. Selbstverständlich hat dieses andere Wesen dann auch eine Person. Ja? Jedes einzelne Wesen, jeder einzelne Gott hat dann ein eigenes Bewusstsein und einen eigenen Willen. Aber wesensmäßig sind sie getrennt. Ja, das ist das Problem. Sondern es werden daraus zwei Götter Das gemacht. ist richtig. Aber das merken wir auch an dem, was er noch in dem Video sagt, und zwar zwei Personen. Also er spricht ja auch von zwei Personen, so quasi, dass Jesus eine Person ist. Person heißt immer, dass diese Person auch den eigenen Willen mehr oder weniger hat. Aber er sagt, die zwei Personen, die eins sind, das ist richtig, eine Einigkeit. Ja, okay. Aber er sagt hier eine Einheit und dass sie sich einig sind. Aber Jesus hat gesagt in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins, eins, ein Gott. Also das, was er jetzt erklärt hat, ist diffus. Ja. Ich müsste hier ein paar, ja, ein paar Fragen stellen, um seine Position hier zu verstehen. Aber es ist sehr, sehr interessant, dass er dann diesen Vers nimmt und vorher aber eine Mehrpersonalität kritisiert oder verwirft. Ja. Wir haben hier ganz klar stehen, ich, ja, also das deutet auf jeden Fall auf eine Person hin, ja, ich, die eine Person mit einem eigenen Bewusstsein und der Vater, hier haben wir eine zweite Person, die auch ein eigenes Bewusstsein hat, sind eins. Ja, ja sie sind ein Wesen, eine Substanz, eine Essenz. Was sonst? Was soll dieser Vers sonst hergeben? Und ganz interessant ist es, dass ausgerechnet Johannes 10, ja, Johannes 10 im Kontext ganz klar macht, dass Jesus Christus der gute Hirte ist, also der Hirte, der in Psalm 23 Jahwe genannt wird. Ja, schauen wir mal weiter. Einer und nicht einig. Weil wenn man sagt, es sind zwei Personen, die sich einig sind, dann sind es zwei Götter, die sich untereinander einig sind. Und das ist eindeutig eine Lehre von zwei Göttern. Da kommt man nicht drum hinweg, das kann man hier nicht leugnen. Es ist einfach mal so leider, dass hier dann von zwei Göttern die Rede ist. Und das ist unbiblisch. Es ist unchristlich, weil es ist ein Gott, ein wahrer Gott. Und sobald man sagt, es sind zwei Personen, muss man. Also wie er sich das erklärt, ja, wie gesagt, Joey hat hier Schwierigkeiten, Personen und Wesen auseinanderzuhalten, beziehungsweise die Kategorien richtig, richtig zu beschreiben. Aber er hat definitiv recht, dass diese Lehre, er sagt es selber, unchristlich ist. Ja, das ist noch viel, viel schlimmer. Es ist eine Irrlehre und das Ganze ist nicht mit dem Heil vereinbar. Er müsste hier ganz eindeutig den MCM ermahnen. Er müsste ihn deutlich mitteilen, dass er mit dieser Lehre kein Christ sein kann. Aber leider geht er diesen Schritt nicht konsequent weiter. Eins, einer, ein Gott und nicht zwei. Und er hat nicht gesagt, der Vater sind einig.
zwei Personen, die sich einig sind, eine Einheit. Nein, Jesus sagte, ich und der Vater sind eins, nicht ich und der Vater sind einig. Also, aus dem können wir eigentlich entnehmen, dass er leider halt eine Zweieinigkeit lehrt. Ja, also, Jens Ehren macht gerne Videos gegen die Vereinigkeit, gegen Josef Raschig und alle die, oder auch Roger Libby, das letzte Video, all die christlichen Lehrer, die halt die Vereinigkeit. Ja, jetzt verlässt er wieder seinen Gedanken mit dem Polytheismus und ganz eindeutig, ja, macht sich hier das bemerkbar, dass er wieder Wesen und Personen, das hat er nicht verstanden. Wenn das eine Zweieinigkeit wäre, dann bestünde ein Wesen, das zwei Personal ist und dann wäre es wieder Monotheismus. Es wäre trotzdem falsch, weil hier fehlt der Heilige Geist, der definitiv eine Person ist, aber das soll jetzt nicht das Thema sein, eine göttliche Person, eine sogenannte Hypostase. Jetzt ja, switcht er wieder und benutzt dieses Wort zweieinig, ja, im falschen Zusammenhang. So, was sagt er jetzt über die Trinitarier? Der ging, die macht der Videos und sagt, ja, die nehmen dann drei Personen raus und dann wird daraus eine Dreieinigkeit bzw. drei Götter. Aber was MCM macht, ist eine Zweieinigkeit. Also, der gute Joey, ja, der steckt hier in ein Dilemma, der kommt hier auch selbst nicht raus. Ich hoffe, er schaut sich vielleicht dieses Video an oder nochmal andere. Wir Trinitarier glauben nicht an drei Götter, das wäre Tritheismus, drei Wesen, die unterschieden sind und natürlich auch drei Personen haben, aber sie sind drei Wesen. Also wie viele Götter? Drei. Nein, wir glauben an den biblischen Trinitarismus und laut Bibel gibt es einen Gott, der drei Personal ist. Zwei Götter. Das ist einfach so. Das habe ich jetzt hier eben an diesen Zitaten gezeigt. Wenn du das nicht erkennst, dann bitte lies diese Zitate von MCM nochmal. Das ist richtig. Hör es nochmal durch. Du solltest es und du musst es eigentlich erkennen. Es ist nun mal einfach so. Jemand, der sagt, ja, Jesus hat einen Gott über sich und das auch im auferstandenen Zustand, dann macht man daraus zwei Götter. Und ich habe mir viele Videos von MCM angeschaut oder alle seine wichtigsten oder fast alle Videos von ihm über die Dreieinigkeit oder seine Auslegung von der Gottheit Jesu und der Dreieinigkeit. Das heißt, ich weiß da schon Bescheid. Also hier hat er gesagt, auch im auferstandenen Zustand. Ja, hier fehlt es komplett am richtigen Verständnis. Ja, Jesus Christus ist Gott. Er ist Jahwe, er ist die zweite Person des Allerhöchsten, des dreieinigen Gott. Und diese Hypostase hat das Menschsein hinzugenommen. Ja? Aber er ist als Mensch auferstanden und hat jetzt als Mensch einen Auferstehungsleib. Er ist also immer noch Mensch. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er hat zwei Naturen, die unvermischt und unvermengt sind. Jetzt noch in diesem Zustand, also in diesem Moment, ja, das entnehmen wir aus Kolosser 2,9, wo Paulus Jahre nach der Auferstehung davon schreibt, dass er in diesem Moment, als er es geschrieben hat, in Präsenz Jesus Christus wahrer Mensch ist. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm leibhaftig. Wie er das sieht, was das auch umso mehr zeigt, ist, er hat ein Video gemacht, mal einen Livestream mit einer Umfrage zuvor, wo die Frage war, über Jesu Göttlichkeit, oder wie war Jesus, als er auf Erden war, war er da 100% Mensch, das war Antwortmöglichkeit, glaube ich, B oder so, und dann noch eine Antwortmöglichkeit war, 100% Mensch und 100% Gott zugleich. Die Umfrage der Woche, die lautete nämlich diesmal, was glaubt ihr, was Jesus? Wir werden es gleich hören. Und hier ist eine, hier handelt es sich um einen weiteren Trugschluss von MCM und auch andere, aber jetzt geht es speziell um ihn. Also es gibt hier diesen, ich sage jetzt mal, wahnwitzigen Gedanken, dass Jesus Christus ja dieser Untergott ist und aber dann Mensch wurde und für diese Zeit aufgehört hat, Gott zu sein. Ja? Also die Prämisse erstmal natürlich mit den zwei Wesen, mit diesem Polytheismus, ist schon mal verkehrt.
Aber lassen wir das mal außen vor. Jesus Christus soll Gott gewesen sein und dann sein Gottsein, ja, aufgegeben haben, und er hat sich in einen Menschen verwandelt. Das ist ein völlig absurder Gedanke, ja. Und wir lesen auch klar und deutlich, dass Gott unwandelbar ist. Ja, Gott verändert sich nicht. Gott wird nicht von einem Gott wird nicht zu einem Menschen, indem er sein Wesen verändert oder sein Wesen, seine Göttlichkeit ja, aufgibt oder aufhört, Gott zu sein. Das geht überhaupt nicht. Im christlichen Weltbild ist das ausgeschlossen. Aber das ist das, was sie denken. Und deswegen hat auch MCM sich für die Antwort B entschieden. Und er ist davon ausgegangen, er geht halt davon aus, dass er, also was glaubt ihr, was Jesus vor 2000 Jahren war? Ja? Und er sagt, 100% Mensch, nur Mensch. Er war für diese Zeit auf der Erde nur Mensch und hat aufgehört, Gott zu sein. Wie soll Gott aufhören, Gott zu sein? Ja, das ist ein ganz schwieriger Gedanke. Interessant ist, dass hier 75% der 75% von fast 600 Menschen hier, die abgestimmt haben, haben gesagt, Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Ja, sieht ganz so aus, da bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Umfrage ein paar bibeltreue Christen ja, vor die Augen bekommen haben. Vor 2000 Jahren war. C und D, glaube ich, da können wir schon einig sein, das ist auf jeden Fall nicht der Fall, weil eben Jesus nicht 100% Gott war vor 2000 Jahren, weil Gott kann nicht sterben, Jesus ist aber gestorben, Gott ist ewig, der Körper von Jesus war nicht ewig, erst nach seiner Auferstehung. Deswegen, ich bin der Meinung B tatsächlich, dass Jesus vor 2000 Jahren als der Mensch wurde. Es geht um die 33 Jahre, die Jesus als Mensch gewirkt hat, in Anführungsstrichen nur 100% Mensch war. Und ich möchte auch versuchen, es euch ein bisschen zu erklären, warum ich nicht zu der Mehrheit, zu den 75% gehöre, die glauben, Jesus war als Mensch 100% Mensch und auch noch 100% Gott. Das macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Wir werden uns das auch anschauen anhand der Bibel. Wir sehen in der Tora, im 4. Buch Mose. Also hier sieht man, ich sag mal, ja, es handelt sich hier definitiv um einen Trugschluss. 4. Mose 23, 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind und so weiter und so fort. Ja, genau. Also Christen, die ausschließlich biblische Trinitarier sind, denken nicht, ja, glauben nicht, dass Gott ein Mensch ist. Ja, wir unterscheiden hier ganz klar Wesen und Person, aber auch ja, Wesen und Person. Ja, und das möchte ich ganz kurz erklären. Es gibt verschiedene Wesen, also ja, Kategorien des Daseins im Universum, ja, in der Schöpfung. Das sind Pflanzen, Tiere, Menschen und Engel. Und Tiere haben bestimmte Attribute, tierische Attribute. Pflanzen haben tierische Eigenschaften, spezielle Eigenschaften, die sie als Pflanze ja, ausmachen. Und Menschen ebenfalls und Engel auch. Und diese, also die Schöpfung, diese Wesen, diese unterschiedlichen Wesen stehen entgegengesetzt dem Wesen, der sie geschaffen hat, weil sie Schöpfung sind. Ja? Und das letzte Wesen, das es noch gibt, das ist Jahwe. Und Jahwe ist Gott, er ist dreipersonal und er ist kein Mensch. Er ist, als Wesen ist er nur Gott. Wir glauben nichts anderes. Also das ist ein Trugschluss, den MCM hier hat. Ich weiß nicht, was er damit sagen möchte. Gott ist nicht ein Mensch. Ja, wir glauben nicht daran,
dass Jesus Christus als Mensch Gott ist, sondern wir glauben daran, dass Jesus Christus, die zweite Person der Gottheit, Mensch wurde. Das heißt, er hat die Natur des Menschen hinzugenommen. Er ist gleichzeitig wahrer Mensch und wahrer Gott. 23, Vers 19 und in Hosea 11, Vers 9. Da heißt es, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ja, MCM hat hier definitiv was falsch verstanden und bei Joey geht es darum, dass er Also, nehmen Sie immer diese Umfrage gemacht. Ja, das Jesus. mit dem Wesen und mit den Personen nicht richtig, sich nicht richtig erklären kann. 100% Mensch, nur das, oder war er 100% Mensch und 100% Gott. Und ich dachte mir natürlich, und ich habe dann ausgewählt, natürlich 100% Mensch, 100% Gott. Weil das ist das Einzige, was man als Christ als wahr erachten kann. Aber halt bei der Auflösung, bei dem Livestream, und Es ich ist habe vorher sogar gefragt, haben Sie heilsnotwendig, gesagt, das zu nein, Ihre glauben. Antwort, die richtig war, ist nur 100% Mensch. Aber wenn Jesus nur 100% Mensch war, ganz normaler Mensch, wie wir alle, dann ist das komplett im Widerspruch zu dem, was die Bibel uns lehrt und komplett unbiblisch. Ist einfach so. Denn Jesus, allein dadurch, dass er ja von Gottes Heiligen Geist, also Maria von Gottes Heiligen Geist befruchtet wurde und somit auch Gottes Sohn ist, allein das macht ihn schon mehr als nur 100% Mensch, also normalen Menschen, so wie wir alle. Aber Joey verpasst es vollkommen. Einzusehen, dass der Sohn Gottes an sich eine aussagt, dass dieserjenige Gott ist. das lehrt und das glaubt MCM. Und das ist nicht abzustreiten. Ich habe, wie gesagt, auch das sogar gescreenshot, glaube ich, oder aufgenommen. Ja, ich habe das noch, dieses Zitat von ihm. Das lehrt er. Und da habe ich auch schon ganz, ganz krass widersprochen. Ich habe ihm auch geschrieben, ihn angeschrieben und ihm gemeint halt, ja, das sehe ich überhaupt nicht so und ich verstehe das nicht, warum er das so lehrt und ich würde da eher aufpassen. Aber ich war das sehr dagegen. Das habe ich ihm auch so gesagt. Ja, er ist halt bei seiner Meinung geblieben oder seiner Auslegung, wie auch immer. Da sind wir anderer Meinung. Aber ja, das ist immer das eine. So denkt er über Jesus in Fleisch, also als er bei uns auf Erden war. Aber jetzt, nach diesem Video, wo ich dann gehört habe, dass er auch noch ja, so quasi eindeutig, viel eindeutiger geht es nicht, leider eine Zweieinigkeit erlangt hat, dann sehe ich mich da gezwungen, ein Video darüber zu machen, einfach, weil ich das nicht in Ordnung finde. Er sagt in dem Video über Roger Lieb, was heute online kam, oder gestern, je nachdem, wann ich dieses Video hier poste, sagt er auch, ich glaube zwar auch, dass Jesus Gott ist, und zwar der Sohn Gottes, der zu Rechten des Vaters sitzt. Und ja, so wird es auch beschrieben in der Offenbarung, da kann man ihm nichts vorwerfen für diesen Satz, weil es wird auch genauso in der Offenbarung geschrieben, es wird immer geschrieben, der Thron und rechts daneben das Lamm. Also, doch, man kann euch beiden etwas vorwerfen. Und zwar, erstens, er ist der Sohn Gottes. Wie gesagt, der Sohn Gottes bedeutet, dass er Gott ist. Ja, das ist eine, im Sprachgebrauch der Orientalen bzw. der Aramäer ist das ganz klar. Was man damit sagen will, ja, der Sohn Gottes oder der Sohn der Straße oder der Sohn des Weges. Ja, also ein Aramäer würde das ganz eindeutig verstehen. Dazu bitte dieses Video bei mir anschauen, die verschiedenen Gotteskonzepte. Und wie gesagt, der Sohn Gottes. Ja, da werde ich nochmal ein extra Video dazu machen. Und ja, dann sagt hier Joey zur Rechten des Vaters sitzend. Und das ist auch wie wenn er sagt, Gott ist Geist. Die verpassen hier etwas zu verstehen. Ja? Also wenn es heißt, Gott ist Geist, dann geht es darum, dass die Frau am Brunnen davon ausgegangen ist, dass es eine bestimmte Ortsangabe gibt, wo man Gott anbeten soll. Und der Herr Jesus Christus gibt dir zu verstehen, dass Gott überall in Wahrheit und im Geist anzubeten ist und dass er auch Anbeter sucht. Dann haben wir hier
die Aussage, also ich glaube zwar auch, dass Jesus Gott ist und zwar der Sohn Gottes und zwar der Sohn Gottes, also hier wird unterschieden zwischen Gott und der Sohn Gottes, zwei Wesen, das hat Joey richtig verstanden, und dann der zur Rechten des Vaters sitzt. Die stellen sich das so vor, als wäre das eine Ortsangabe, ja? Aber liebe Zuhörer, wenn ihr MCM oder Joey verfolgt, ja, oder auch du, Joey oder MCM, wenn ihr gerade zuhört, ihr müsstet hier jetzt aber erklären, ja, wo ist denn rechts von einem allgegenwärtigen Wesen? Das ist hier keine Ortsangabe, ja, mit zur Rechten des Vaters sitzend, möchte man sagen, ja, das ist ein Sinnbild der Kraft oder Macht. Ja. Die Rechte Gottes bedeutet die Allmacht Gottes. Das heißt nicht, dass der rechts von dem Thron sitzt oder ja, das ist keine Ortsangabe. Das ist ein Sinnbild. Und ja, machen wir mal weiter. Etwas zu dieser Botschaft hinzufügt, wie eben, dass man an die Dreieinigkeit glauben muss, um gerettet zu werden, oder dass man glauben muss, dass Jesus Gott ist, um Erlösung zu erlangen, der lehrt ein anderes und damit falsches Evangelium. Also laut MCM muss man als Christ nicht glauben, dass Jesus Gott ist. Und das ist für mich schon ein bisschen sehr fragwürdig, weil für mich ist eben genau das der Punkt, was Christen von anderen unterscheidet. Die Juden wollten Jesus umbringen, weil er eben gesagt hat, ich und der Vater sind eins, weil er sich mit Gott gleich gemacht hat, beziehungsweise die haben das erkannt und deshalb wollten sie ihn ja steinigen. Und die Muslime machen Jesus auch nicht zu Gott, also sie sagen auch, er war nur ein normaler Mensch. Und MCM macht ja eigentlich genau dasselbe, weil in seiner Umfrage hat er gesagt, die richtige Antwort ist nur 100% Mensch, also hier Mensch auf Erden war. Also eigentlich ist das. Also ich möchte das so einigermaßen stehen lassen. Ja, selbstverständlich trennt uns Christen definitiv von sehr vielen anderen Religionen der Glaube an die Gottheit des Herrn Jesus Christus. Und das ist eine weitere heilsnotwendige Wahrheit. Es ist heilsnotwendig an die Gottheit Jesu zu glauben. Hier macht er wieder den Fehler, dass er Personen mit Wesen verwechselt. Das Problem ist hier, dass jetzt Joey selber den Standard setzt und er meint, man kann hier anderer Meinung sein und MCM kann trotzdem ein Bruder sein, trotzdem ein Christ, obwohl er anderer Meinung ist. Ja, das ist aber vollkommen losgelöst von der Bibel, wie wir festgestellt haben. Die Bibel spricht von einem vom Monotheismus. Also Monotheismus ist eine Voraussetzung, um Christ zu sein. Wenn du nicht Monotheist bist, kannst du kein Christ sein. Und ja, das fehlt mir einfach, dass er das hier nicht klar und deutlich ausspricht. Denn
Die Zuhörer könnten jetzt in Gedanken reingetrickst werden, ja. Ich meine nicht, dass er das absichtlich macht, aber die Zuhörer, die jetzt denken, dass Joey eine theologische Autorität ist, ja. Und ja, ich musste bei dieser Aussage ein bisschen lachen. Tut mir leid, aber es ist einfach so, dass weder MCM noch Joey ja, theologisch gesehen ernst genommen werden können. Ja, das sind keine Bibellehrer, das sind keine Leute, die denen man wirklich zuhören sollte. Sie haben hier zwei genannt, ja, zum Beispiel Josef Drajil, der geschätzte Bruder, oder Roger Libby. Bitte, liebe Geschwister, geht zu denen hin, hört euch von ihnen Predigten an oder Erklärungen, aber bitte nicht Joey und MCM. Er verpasst hier einfach klipp und klar zu sagen, dass das, ja, was bedeutet das, Joey? Was bedeutet das, Joey, wenn du sagst, es ist unchristlich und nicht biblisch? Ja, was bedeutet das? Was bedeutet das in Bezug auf das Heil? Was bedeutet es, wenn die Voraussetzung, um Christ zu sein, ein Monotheist zu sein, ist? Was bedeutet das dann, wenn jemand auf YouTube Polytheismus verbreitet und sich Christ nennt? Ja, das ist ganz einfach. Das ist ein Irrlehrer und du hättest hier die Aufgabe gehabt, ihn auch als solchen zu benennen, ihn zu ermahnen, in Liebe zu unterweisen erstmal und aber ganz klare und deutliche Worte zu finden, dass er so kein Christ sein kann. Denn Christ sein bedeutet, ein begnadigter Sünder zu sein. Und du bist kein begnadigter Sünder, wenn du ein Polytheist bist. Wenn du heilsnotwendige Wahrheiten verleugnest, kannst du das Heil nicht erwirken. Also dann kann das Evangelium nicht zum Tragen kommen, denn du zerstörst es. Sagen, und zwar, man kommt meistens oder man beißt sich die Zähne aus, wenn man versucht, Gott zu begreifen. Dazu werde ich mich mit dem lieben Bruder Marcel auseinandersetzen und ich lade euch ein, bleibt dabei, es wird spannend und ja, ich bin auf jeden Fall für Anregungen, Kritik, Einwände im Kommentarbereich offen. Bitte schreibt mir und ich bitte euch dann demnächst auf dem Kanal von Apologeticum Christum das Ganze weiter zu verfolgen. Ja, ich wünsche euch einen gesegneten Tag und den Frieden des Herrn Jesus Christus.